Dann sind wir zurück in unserer Vektorteil-Session und dann begrüße ich Sebastian Denier mit seinem Vortrag Swiss Topo Vektorteils. Sebastian, the stage is yours. Herzlich willkommen zur Präsentation Swiss Topo Vektorteils. Mein Name ist Sebastian Denier. Ich arbeite im Bereich Kartografie bei Swiss Topo und ich möchte Ihnen heute zeigen, was wir im Bereich Vektorteiling bei Swiss Topo machen. Kurz etwas zu Swiss Topo. Wir sind das Bundesamt für Landestopographie in der Schweiz. Wir haben fünf Hauptbereiche. Ich gehe nicht auf Detail darauf ein, aber für diejenigen, die uns gar nicht kennen, wir haben eine Topographie. Wir erfassen also unsere Daten auch selber. Wir haben eine Kartografie, die analoge und digitale kartografische Produkte erstellt. Wir haben einen Bereich QGIS. Das sind vor allem unsere IT-Cracks, die für Koordination Geoinformationssysteme zuständig sind und auch Daten, Services und Infrastrukturmanagement machen. Wir haben einen Bereich Vermessung und wir haben einen Bereich Geologie. Ja, was ist neu bei Swiss Topo? Wir bieten neu innerhalb der Bundesgeodateninfrastruktur einen Vektorteildienst an. Wir haben zurzeit oder bis jetzt zwei neue Produkte im Sortiment. Das ist einerseits eine Light Base Map und eine Imagery Base Map. Dazu später noch mehr. Wir haben in diesen Produkten erstmals eine weltweite Abdeckung und diese Nutzung ist gratis und seit dem 1. März im BGDI, in der BGDI als Dienst verfügbar. Bevor ich jetzt viel Technisches oder weniger Technisches oder zum Projekt erzähle, habe ich Ihnen hier zwei QR-Codes vorbereitet. Nehmen Sie doch Ihr Smartphone hervor und scannen Sie sich diese QR-Codes. So können Sie diese beiden Produkte, während ich mit dem Vortrag fortfahre, gleich auf dem Smartphone ein wenig anschauen. Und es ist doch vielleicht etwas spannender, sich das gleichzeitig das anzusehen. Wir haben einerseits die Light Base Map und die Imagery Base Map. Ich gehe eine Folie weiter. Ich habe aber die QR-Codes weiterhin oben im Bild eingefügt. Für diejenigen, denen das etwas zu schnell ging, können Sie die weiterhin scannen. Ja, warum setzen wir auch auf Vektorteiling? Warum wollen wir Vektorteiling bei Swiss Topo umsetzen? Wir denken, es ist eine Technologie, die sehr anpassbar ist. Hier das Bild eines Chamäleons. Vektorteiling erlaubt es sehr einfach und sehr schnell, ein Kartendesign zu erstellen und auch zu individualisieren. Es ist sehr einfach, Farben zu ändern, Schriften zu ändern, Größen von den Dingen, die man darstellen will, zu ändern. Es ist eine digitale Kartografie. Es ist oder es ermöglicht Interaktivität. Also diese Vektordaten sind nicht stumm. Sie haben Attribute. Man kann diese interaktiv zur Verfügung stellen. Man kann auch die Objekte verlinken. Wir haben mit Vektorteiling ein flüssiges Zoomen und eine Endlosschärfe. Dann für mich auch ganz wichtig, wir stellen diese Produkte als Dienst zur Verfügung. Es ist nicht ein fertiges Produkt, das Sie kaufen und das hat irgendeine Jahreszahl, das ist von diesem Jahr, sondern es ist ein Dienst und Sie können diesen Dienst einbinden in Ihre App, in Ihre Homepage, wo Sie möchten. Es ist ein leichtes Datenformat. Wir haben erstmals für diese beiden Produkte eine weltweite Abdeckung mit OpenStreetMap-Daten. Diese beziehen wir via eines Providers, dazu später noch mehr. Und für Daten innerhalb der Schweiz haben wir amtliche Schweizer Daten. Für diejenigen, die Vektorteiling noch nicht kennen, kurz etwas zur Technologie. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich ein Rasterteiling, wie zum Beispiel ein WMTS, wo man einen großen Rasterdatensatz aufteilt in kleine Kacheln, damit man sie portioniert in kleinen Datenmengen über das Web an einen Client transportieren kann. Und die Idee beim Vektorteiling ist eigentlich genau die gleiche. Man klippt einen großen Vektordatensatz in kleine Kacheln und man kann diese nur für den jeweiligen
Bildausschnitt, der der User gerade benötigt, einfach und in kleinen Datenmengen übers Web transportieren. Jetzt hier noch ein Unterschied zu Raster. Diese Vektordaten, wenn sie beim Client ankommen, weiß der Client noch nicht, was er mit diesen anfangen soll, wie er sie visualisieren soll. Und deshalb wird auch immer ein sogenanntes Style-File mitgeschickt, das eigentlich dem Client sagt, wie er die Vektordaten rendern soll. Und ein weiterer Vorteil hier, man kann basierend auf einem Vektorteildienst n verschiedene Styles applizieren, also ganz verschiedene Styles anwenden. Das sehen Sie auch, wenn Sie vielleicht diese beiden Links eben geöffnet haben, die leichte Basiskarte und die Imagery Basemap. Sie verwenden die gleichen Vektorteils. Es ist einfach ein anderer Style, der appliziert wird. Und selbstverständlich der Hintergrund bei der Imagery Basemap ist noch das Luftbild hinzugefügt. Also Vektorteils sind meiner Ansicht nach einfach eine Visualisierungstechnologie. Es ist kein GIS, man kann darauf keine geometrischen oder die klassischen GIS-Analysen ausführen. Wir setzen auf das Mapbox-Vektorteil-Format und die Webmercator-Projektion. Ja, wie sieht, vielleicht auch etwas technisch, etwas Hintergrundwissen, wie produzieren wir unsere Vektorteils bei SwissTopo? Wir haben als Inputdaten auf der linken Seite das topografische Landschaftsmodell. Das ist ein großer Vektordatensatz für die Schweiz und Liechtenstein, welche sehr, sehr viele oder fast sämtliche Objekte umfasst und 3D erfasst umfasst. Und wir leiten diese mit FME in eine PostGIS-Datenbank ab. Hier findet eine Schematransformation statt und wir befüllen eine PostGIS-Datenbank auf der SwissTopo-Infrastruktur. Und dann kommt ein Teil, dem sagen wir bei SwissTopo Vektorteil-Pipeline. Das ist eine Infrastruktur, die die Firma MapTiler für uns gebaut hat, die wir verwenden, um Vektorteils zu berechnen. Diese läuft auf einer EC2-Maschine in der Amazon Cloud. Als Basis dazu dient wiederum eine PostGIS-Datenbank auf dieser EC2-Maschine. Also der erste Schritt ist dann eigentlich ein Dump-Restore von unserer PostGIS lokal auf die PostGIS-Datenbank auf der EC2-Maschine. Und wir haben dann diverse SQL-Statements, die auf dieser PostGIS-Datenbank ausgeführt werden. Und mittels der Funktion STS-MVT werden dann schlussendlich eigentlich die Vektorteils berechnet. Die gesamte Codeverwaltung von den SQL-Statements, die machen wir auf GitHub. Und wir haben von GitHub diverse Action-Runners implementiert, die diese SQL-Statements auf der PostGIS-Datenbank auf der EC2-Maschine ausführen. Und das ist eigentlich das wichtigste Instrument hier, diese Pipeline, die uns erlaubt, zu definieren, welche Daten auf welcher Zoom-Stufe, auf welcher Zoom-Ebene in den Vektorteils erscheinen und ob wir allenfalls die Daten auch noch generalisieren, also kartografisch generalisieren, zum Beispiel irgendeine ST-Union oder ST-Merge oder eine Stützpunktausdünnung. Gibt es ja ganz viele PostGIS-Operationen, die man da auch ausführen kann. Und schlussendlich haben wir dann auch wiederum einen S3-Bucket, wo wir unsere Vektorteils dann eigentlich hosten und damit verfügbar machen für diverse Client-Applikationen. Für das Rendering setzen wir momentan noch Mapbox ein, Mapbox 1.x. Mapbox ist ja seit der Version 2.0 nicht mehr Open Source, deshalb werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft hier auf MapLibre migrieren. MapLibre ist ja eine Fork der letzten Mapbox-Version, die noch Open Source war. Ich glaube, das war die Version 1.13. Und soviel ich weiß, gibt es hier auch schon sehr viel Bestrebungen, dieses MapLibre-Projekt voranzutreiben. Und wahrscheinlich werden wir auch in Zukunft auf die MapLibre, auf das MapLibre-Rendering setzen. Das ermöglicht natürlich auch Rendering im Web, auf dem Mobile,
Und ich glaube auch QGIS unterstützt zumindest jetzt auch das Mapbox-Format. Man kann es auch in Open Layers einbinden. Und ja, noch zur Offline-Funktionalität. Wir haben momentan noch keine Offline-Funktionalität in diesen beiden Produkten. Da wollen wir in Zukunft auch hin. Dazu gleich noch mehr. Ja, zu den Diensten in diesen beiden Produkten und offline. Wie gesagt, Swissdoppo produziert nur Daten innerhalb der Schweiz. Die hören an der Landesgrenze auf. Wir haben folglich in diesen Produkten zwei verschiedene Datenquellen. Wir haben Swissdoppo-Daten für die Schweiz und Liechtenstein. Und für den Rest der Welt verwenden wir OpenStreetMap-Daten. Und diese beziehen wir via die Firma MapTiler, welche die OpenStreetMap-Daten wiederum in ihr Produkt OpenMapTiles vorbereitet für die Nutzung via VectorTiles. Hier noch zu unterst vielleicht der Link. Dieser Service ist vorhanden unter vectortiles.geo.admin.ch. Wie sieht das aus? Wie gesagt, unsere Daten verarbeiten wir mit dieser Vectortile-Pipeline und wir hosten sie selber. Hingegen die OSM-Daten beziehen wir via MapTiler und wir beziehen diese lediglich via Proxy. Wir hosten sie also nicht selber und wir stellen diese für die Mitglieder der Bundesverwaltung gratis zur Verfügung. Für Dritte ist es leider momentan lizenztechnisch nicht möglich. Wir sind kein Reseller von MapTiler-Daten. Wenn also Dritte die MapTiler-Daten nutzen möchten, müssen sie dies direkt Business-to-Business machen. Eine kurze Übersicht. Wir haben Schweizer Vektordaten. Die sind online zur Verfügung, momentan noch nicht offline. Die sind kostenlos für alle, eben, also auch Dritte. Im Produkt leichte Basiskarte ist noch ein Relief-Hintergrund drin, dieses Hillshading oder auch die Felszeichnung, die man noch sieht in den Bergen, das ist ein Raster-Hintergrund, ist ebenfalls als WMTS verfügbar, ist gratis für alle. Analog dazu in der Imagery Base Map ist natürlich das Luftbild hinterlegt, dieses ist ebenfalls gratis als WMTS verfügbar. Die weltweiten Vektordaten, wie gesagt, besitzen wir einen Dienstleistungsvertrag mit MapTiler bis 2022 und diese Daten sind für die Mitglieder der Bundesverwaltung kostenlos und Dritte müssten sich Business-to-Business direkt an MapTiler wenden. Kurz zu den Update-Zyklen. Die Vektorteils von Swissdoppo können wir theoretisch sehr, sehr schnell produzieren. Das ist eine Frage von Stunden oder maximal Tagen. Jedoch sind wir hier auf den Update-Zyklus von den Input-Daten abhängig und dieser Update-Zyklus von den topografischen Landschaftsmodell bei Swissdoppo liegt momentan noch bei einem Jahr. Wir haben also ein jährliches Daten-Update bei den Schweizer Vektorteils. In naher Zukunft wird dies auf vierteljährlich verbessert. Die weltweiten Vektordaten haben wir ein wöchentliches Update und ebenfalls verfügbar ist ein weltweites Relief Shading, wobei hier der Produktzyklus nicht ganz genau definiert ist. Vielleicht kurz etwas zum Datenschema. Wie gesagt, wir verwenden Daten von OpenMapTiles für außerhalb der Schweiz. Und wir wollten unsere Daten innerhalb der Schweiz im gleichen Datenschema zur Verfügung stellen. Das erleichtert das Leben für uns als interne Entwickler, das Leben uns ungemein, aber auch für Externe, die diese Dienste nutzen und allenfalls kombinieren möchten, ist es natürlich viel einfacher, wenn man hier ein kompatibles Datenschema von In- und Ausland hat. Unten finden Sie die beiden Links zu diesem Datenschema, die sind dort im Detail dokumentiert. Ja, die Produkte, die wir mit Vektorteils erstellt haben, warum wollten wir eine leichte Basiskarte stellen? Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt von Bern
auf der Landeskarte und man sieht, die Landeskarte ist sehr dicht, sie benutzt sehr starke Kontraste, sie hat auch eine sehr starke Farbgebung. Es ist gedacht als eigenständiges Produkt, das eine maximale Lesbarkeit bei einem fixen Maßstab ermöglicht. Und Swisstopo ist aber nicht nur Produzent von den Landeskarten, sondern Swisstopo verwaltet sämtliche Geodaten von allen Bundesämtern in der Schweiz. Und wir haben, ich glaube, mittlerweile über 850 verschiedene thematischen Ebenen, die auf unserem Geoportal einsehbar sind. Und ich blende jetzt mal so eine thematische Ebene über diese Karte. Es sind ein paar farbige Punkte dazu gekommen. Hier dargestellt sind Unfälle mit Personenbeteiligung oder Unfälle, bei welchen Personen geschädigt wurden über die letzten 10 Jahre. Und man sieht hier, dieses Bild ist ziemlich schwer zu interpretieren. Die Karte ist doch sehr dicht und es ist fast unmöglich, das Kartenbild hier noch zu lesen. Wir haben auch eine Schwarz-Weiß-Version der Landeskarte. Aber auch hier, die Karte ist so dicht, es ist ziemlich schwierig, dieses Bild zu interpretieren. Und deshalb war eigentlich schon lange ein Wunsch von uns, eine leichte Hintergrundkarte zu produzieren. Und in dem Link, den ich Ihnen bereits gezeigt habe, hier nochmals der gleiche, können Sie sich die leichte Basiskarte mal anschauen in unserem Testviewer. Und unter dem Menü finden Sie einen Reiter dargestellte Karten. Ich habe dort schon mal ein paar Beispiel-Layer eingefügt von diesen 850 plus. Die können Sie dort bei der kleinen Box ein Häkchen setzen, um sie ein- und auszublenden. Und dann kann man auch mal vergleichen, wie das jetzt mit der leichten Hintergrundkarte oder leichten Basiskarte ausschaut im Vergleich zu der klassischen Landeskarte. Also Ziel war hier wirklich eine inhaltlich und stilistisch leichte Karte zu erstellen, um einfach die Orientierung zu ermöglichen, ohne die thematisch überblendeten Ebenen grafisch zu stark zu konkurrenzieren. Ja, was waren Herausforderungen in diesem Projekt? Einerseits sicherlich diese Produktionspipeline, um überhaupt Vektorteils so produzieren zu wollen, können, wie wir das wollen. Das heißt, auch genau spezifizieren zu können, welche Daten kommen auf welche Zoom-Ebene und wie stark sind sie generalisiert. Und mit dieser PostGIS-Umgebung und diesen sehr einfachen Möglichkeiten, die SQL uns hier bietet, ist es wirklich sehr, sehr einfach mittlerweile, unsere Daten so in die Vektorteils abzuspitzen, wie wir das möchten. Sicher eine Challenge ist die weltweite Abdeckung und dabei ein synchrones Datenschema zu erreichen. Unser TLM kommt in einem komplett anderen Datenschema daher, als das eben zum Beispiel OpenMapTiles der Fall ist. Da müssten wir eine Synchronisation machen. Und sicher auch, dass wir ein gewisses Swisstopo-Trademark in die Karte reinbringen wollen. Das heißt, eine topografische Karte machen mit einer schönen Reliefdarstellung mit Fels, Geröll und Gletscherzeichnung, die ja sehr charakteristisch sind für die Schweizer Landeskarten. Ja, ich habe diese Folie am Anfang gezeigt. Ich finde es wichtig für den Endkunden oder für Sie, wenn Sie diesen Dienst nutzen wollen, muss das Sie alles überhaupt nicht kümmern. Sie brauchen einen einzigen URL, um das Style-File abzugreifen, in diesem Fall hier für die leichte Basiskarte oder die Lightbase-Map. Es gibt natürlich analog dazu auch noch einen URL, für die Imagery Base Map, das ist alles, was Sie brauchen und Sie können dieses Produkt in Ihre Homepage oder in Ihre App ohne weiteres einbinden. Selbstverständlich mit der Beschränkung mit den Lizenzbeschränkungen für die Daten des Auslands, wenn Sie nicht der Bundesverwaltung angehören.
Falls Sie die leichte Basiskarte nach Ihren Wünschen individualisieren möchten, ist das ebenfalls sehr einfach möglich. Sie können das Style.json runterladen. Ich habe zum Schluss dieser Präsentation alle Links noch eingefügt. Sie können das Style-File runterladen. Sie können das in den gängigen Web-Editoren anpassen. Es gibt da Putnik oder MapTiler Cloud. Ich glaube, es gibt auch noch weitere. Sie können dieses Style.json auf Ihrem Server hosten und in Ihre App oder Ihre Homepage einbinden, Ihr individualisiertes Kartendesign. Sie brauchen dazu kein GIS. Sie müssen sich nicht um Datenbanken kümmern. Sie haben automatisch immer die aktuellsten Daten, automatische Datenupdates. Ja, vielleicht meine persönliche Meinung ein bisschen zu Kartografie mit Vektortiling. Wenn ich vergleiche mit der traditionellen Produktion, die wir bei Swissdopo haben, um die traditionellen Printkarten zu erstellen, da sprechen wir von Wochen oder manchmal sogar Monaten, bis wir ein bestimmtes Gebiet wirklich bearbeitet haben und die Produkte herausgegeben haben. Und mit Vektortiling können wir wirklich theoretisch innerhalb von Stunden ein Datenupdate durchführen, sobald die Quelldaten verfügbar sind. Ich habe es angesprochen, es ist wirklich eine bezüglich des Kartendesigns eine sehr flexible Technologie. Es ist unglaublich schnell, wie man hier sein eigenes Design erstellen und anpassen kann. Dann, ich denke, es ist eine Technologie, die für Mobile gemacht ist. Dort schaut es wirklich toll und knackig aus und ist auch sehr performant. Man kann mit dieser Technologie Interaktivität ermöglichen. Das ist jetzt momentan in unseren Produkten noch nicht umgesetzt. Aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihre Lightbase Map in Französisch beschriften wollen, dann können Sie das ohne weiteres tun. In den Daten hinten dran, in den Vektortiles, ist die französische Sprache auch hinterlegt als Attribut oder eben auch Italienisch oder Retromanisch, was wir ja in der Schweiz haben. Das ist alles möglich. Dann denke ich, es ist eine relativ günstige Technologie. Man kann viel erreichen mit Open Source und gratis Technologien. Es ist ein sehr leichtes Format, dieser Vektordatensatz von der leichten Basiskarte für die ganze Schweiz ist ca. 500 Megabyte groß, also etwa ein halbes Giga. Was sind Nachteile für diese Technologie? Ich denke, es ist sehr schwierig, zum Beispiel ein Hillshading hinzubekommen mit Vektorteilung, weil man einfach keine graduellen Farbverläufe darstellen kann. Deshalb setzen wir auch noch momentan auf Raster. Das möchten wir auch irgendwann loswerden. Da haben wir Bestrebungen. Und ich denke auch, wenn man vergleicht, welches Maß an Generalisierung in unseren traditionellen Printkarten vorhanden ist, das erreicht man mit Vektorteilung nicht. Es ist vollautomatisch, da werden nicht Dinge herumgeschoben oder geometrisch versetzt, um die Lesbarkeit zu verbessern auf kleinen Maßstäben. Und deshalb denke ich auch, ist es nur bedingt sinnvoll, Kleinmaßstäbe hier mit Vektorteiling zu printen. Hier finden Sie weitere Informationen. Ich überspringe das. Sie haben ja die Folien anschließend und können diese Links aufrufen. Und hier sind unsere Kontaktangaben. Wir freuen uns sehr über Anregungen oder Feedback. Bitte melden Sie sich und wir helfen auch immer gerne weiter. Damit bedanke ich mich und wäre offen für Fragen. Eins. Ja, danke Sebastian für den tollen Vortrag. Und erstmal kurzes Feedback aus der Fragerunde, beziehungsweise was ich sehr persönlich auch unterstütze, großes Lob, was ihr im Open Data Sektor bereitstellt. Ich schaue immer ganz neidisch rüber in die Schweiz, was dort möglich ist, was dort im Open Data Sektor alles verfügbar ist und dass ihr dahinter auch die Open Source Technologien aktiv mitgestaltet und unterstützt. Ist auch sehr lobenswert. Wie gesagt, auch das kam mit ein paar Upvotes im Board. Und dann vielleicht eine Frage, die einfach beantwortbar ist, ob die Lightmap auch für Offline-Anwendungen frei verfügbar ist. Momentan nicht. Dave, kannst du vielleicht noch kurz was erzählen, was wir in Zukunft geplant haben?
Also momentan, was Sie sehen, ist, wie Sebastian erwähnt hat im Vortrag, ich habe den Link in den Chat gepostet, man kann die Files runterladen. Sie sind für die Schweiz offline verfügbar, aber aus Lizenz- respektive Reseller-technischen Gründen können wir noch nicht die ganze Welt oder können wir nicht die ganze Welt offline anbieten, das wollen wir auch nicht. Die 500 Megabyte Schweiz, das ist möglich, das so zu beziehen. Was ist für die Zukunft geplant? Wir haben im Moment die Möglichkeit, auf dem jetzigen MapViewer einen Kartenausschnitt von 10 bis 20 Quadratkilometer offline zu nutzen. In Zukunft geplant ist, und da gibt es schon erste Proof of Concepts, dass man die ganze Schweiz in offline beziehen kann. Das kommt dann sicher in der nächsten Zukunft. Wir sind dazu auch den Kartenviewer MapGeoAdmin am Updaten. Q1 2022 hoffen wir, dass wir den live schalten können und da werden wir unter Umständen schon eine Offline-Version zur Verfügung haben. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Ausblick. Es gab noch eine weitere Frage, die ihr vielleicht kurz im Chat beantworten könntet, da wir ein bisschen aus der Zeit laufen und wir jetzt noch eine kurze Wechselpause haben. Die Frage geht um Grenzen beim Styling. Ich schätze, da könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen. Wie gesagt, vielleicht könnt ihr da noch kurz das im Chat beantworten. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass es um 12 Uhr mit dem letzten Vortrag in dieser Session weitergeht. Aber danke euch beiden. Danke auch.